Guten Morgen, meine Lionsgenossen. Wir sind heute an einem schönen großen See und wie es manche schon wissen, ich habe mir ein neues Bellyboot seit Jahren gewünscht und jetzt habe ich mir eins zugelegt. Das heißt, meine Erwartungen hat endlich mal eine Firma umgesetzt. Die Firma Decathlon, Carpelan, die haben ein Bellyboot rausgebracht, dieses FLTB5. Das ist in meine Augen wirklich ein Top-Teil. Packmaß, Gewicht, dichte Taschen, von der Größe her tippitoppi, da passen auch ordentlich Boxen rein, die klappen auch nicht zusammen, man hat auf dem Gewässer keinen Ärger, man macht's auf, klappt's auf. Sie bieten wirklich alles an, bis zu der großen Tasche hinten. Das Bellyboot, das ist breit, das schwimmt ordentlich auf Wasser, das heißt, es hat Signalfarben, ganz wichtig in meinen Augen, wenn da mal schnelle Boote oder so unterwegs sind, dann, dass man gesehen wird, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch so vom ganzen Drumherum. Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es ist halt so, dass Jahre ich schon auf ein Bellyboot warte, wo meine Standards, ich sag mal, was ich unbedingt brauche, erfüllt. Aber wiederum sage ich, trotz alledem geht erstmal Sicherheit vor. Eine Schwimmweste. Schwimmweste ist A und O, wenn ihr auf Wasser, aufs Wasser geht, das heißt, wenn es kälter ist oder sonst. Schwimmweste ist wirklich erstes Gebot. Sicherheit ist erstes Gebot. Darum, dieses Boot hat zum Beispiel hier an den, in die Richtung, wo man dann mit der Schwimmflosse sich drückt, sag ich mal so, da hat es eben Signalfarben, dass eben Boote, die wo ordentlich unterwegs sind, normal mit drei Knoten, ihr wisst es ja, Binnengewässer, dass man gesehen wird bei der Geschwindigkeit. Und wie gesagt, das Ding habe ich mir jetzt zugelegt. Ich bin bis jetzt absolut zufrieden. Es werden definitiv viele, viele Videos kommen mit dem Bellyboot draußen. Ich habe ein paar Gadgets dazu gebaut, wie ich es haben möchte. Also leicht muss das sein. Man kann sich Gestelle oder sonstiges dran montieren für Echolot oder sonstiges. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe einen guten Schneider zur Hand und der war mir da behilflich und hat mir ein paar Bänder genäht mit Rutenhalter und. Das werde ich euch gleich vorführen, wie kompakt das ist, wie leicht das alles ist. Echolot, Geber, Pumpe, alles in der großen Tasche. Da passt ordentlich was rein. Also das sind jetzt, glaube ich, 4 Taschen habe ich dabei. 3 Stück sind hier drinnen, dem großen, eine größere ist hier, obwohl jetzt nicht alles voll ist, ich sag mal alles angeschnallt, festgeklippt mit diesen Clips am Boot, vom Auto berg runter, so Art Rucksack kann man sich das Ding auf den Rücken schnallen und dann kann man echt ein paar hundert Meter bis zum Gewässer laufen. Also das ist ein Top-Teil, gewichtmäßig echt super und natürlich auch der Komfort auf Wasser. Wenn man da länger drin sitzt, dann möchte man schon ordentlich sitzen und das haben viele Bellyboote eben nicht. Man sitzt, auch wenn man einen Thermoanzug hat, man sitzt im Wasser, dann sind halt solche Sachen wie zum Beispiel die Wendigkeit, ja, auch wenn man ein bisschen mehr Gewicht dazu packt. Das heißt, bei der Hersteller wird es im Netz angeboten mit 130 Kilo, aber hier auf der Verpackung steht also 150 Kilo. Ladekapazität bis 150 Kilo. Also ich sag mal, bei mir meine 85 Kilo, da kann ich definitiv noch einige Jigköpfe oder sonstiges mitnehmen, ohne dass es jetzt irgendwie untergeht. Und vor allem mit 4 Luftkammern, da bin ich überzeugt, dass ich echt Spaß damit haben werde. Und vor allem, dass das Material, das ist ein spitzer Material, das ist ein Gewebe und so. Habt ihr ja auch mal gesehen bei meinem Marineboot, bei meinem Karpfenboot, sag ich mal,
da ist dieses Gewebe ganz wichtig, wenn man das dann so wie hier übers Kies mal drüber zerrt, dass das eben nicht gleich schlapp macht. Und vor allem, sage ich mal, was für mich auch sehr, sehr wichtig war, das ganze Equipment. Ich meine, ich habe da auch nicht die Zeit, irgendwie auch die Lust, irgendwo was zu flicken. Sorry, es ist einfach so. Ich bestelle mir das Zeug, also wenn da mal eine Luftkammer irgendwie leckt, dann wird da eine frische bestellt und ihr könntet ja selber im Netz schauen, was das Zeug kostet. Das ist der absolute Hammer. Und dieses Bellyboot, dahinter stehe ich definitiv. Es überzeugt mich von allem. Also mich hat noch nie so zwecks Angeln, klar, meine Routen und so, das ist top, die werden nicht mehr gebaut, aber selten war ich von Angel-Equipment so überzeugt wie mit dem FLTB5. Und ich würde sagen, ich baue das jetzt auf und ihr seid live dabei. Vorgeführt. So sieht das Ding aus und ich würde sagen, ich mache weiter und ihr seht, wie schnell das eigentlich ist, dass man am Wasser ist. Cola Fitta Flasche, die habe ich aufgeschnitten, habe da von einer Kette ein Glied, also das sind glaube ich 4 oder 5 Glieder, die habe ich reinhängen lassen, hier einen Stab dort gemacht, mit Beton und ein paar Stein ausgegossen, nachher mit dem Heißlüfter das Ding schön umgewälzt, super Anker, wenn er mal irgendwo hängen bleibt und man muss es doch irgendwie abreißen, dann ist, ich sag mal so, nicht so ein großer Schaden entstanden und es ist auch nicht so ein großes Gewicht und hat auch keine scharfen Kanten oder sonstiges. Bei den Klappanker hast du immer das Problem, dass eben irgendwo hängen bleibt. Das ist richtig viel, geht ins Geld und außerdem, sag ich mal, sind immer scharfe Kanten drin und das kann ich auf dem Belly gar nicht brauchen. Also meine Empfehlung, selber machen, macht mehr Spaß.
Leute, jetzt habe ich es fertig aufgebaut. Alles dran, mein Echolot, meine zwei Ruten. Die Ruten kann man auch so dran machen an der Seite zum Transportieren. Ich habe das jetzt mal so aufgebaut. Mein Geber, wenn hier mein Scharnier oben ist, dann ist mein Geber genau in der Mitte. Kescher, meine Tasche. Ich habe alles soweit montiert. Ich zeige euch das jetzt mal, lauf geschwind rum, wie das in meinen Augen ein gutes Bellyboot auszusehen hat. Ich habe viel von meinem Schneider in dem Sinne nähen lassen, so gurttechnisch und so, aber ich wäre halt echt glücklich, wenn es irgendwann in der Zukunft noch, ich hoffe in meiner Generation, noch jemand einen Hersteller finden würde, der wo eventuell solche Wünsche schon vorab schon mal zum Bestellen zur Verfügung stellt, egal ob es jetzt die Bänder sind, egal ob es jetzt von den Ruderhalter sind, das ist einfach, oder hier für den Geber, dass man solche Bänder irgendwo besorgen kann, einfach fertige, weil nicht jeder hat irgendwie einen Schneider zur Hand wie ich. Und ja, im Endeffekt würde ich sagen, besorgt euch das Ding, ihr werdet definitiv Spaß haben, es ist mega komfortabel und ich möchte es definitiv nicht mehr missen. Ab dem heutigen Tag ist das Ding meins. Ich habe zum Beispiel hier so eine Adapterplatte, das blende ich euch gleich ein, gemacht, angefertigt. Hier habe ich zum Beispiel, dass man da direkt einen Fisch greifen kann. Da habe ich sowas. Wenn unten der Geber genau in der Mitte ist, habe ich mein Scharnier genau in der Mitte. So, den habe ich hier zum Festziehen vom Rutenhalter, wo ich den anfertigen lassen habe. Das ist bloß so ein Ring. Hier habe ich das extra farblich unterteilen lassen. Das heißt, hier muss ich das immer anmontieren. Das ist ein Metallrohr, Alurohr, ziemlich leicht, sehr stabil, bloß überzogen mit einem Schrumpfschlauch. Hier kann man die Rute festmachen, hier hinten. Und hier kann man das dann Art Knopfsystem dann hier befestigen beim Transport, dann ist es so längs. Aber das interessiert uns ja nicht in dem Sinne. Zum Marienangeln, heute brauche ich einen ordentlichen Kescher, wo man ordentlich greifen kann. Gummiert natürlich der Griff. Vorne brauche ich es nicht zum Marienangeln. Das heißt Sitzkomfort. Man sitzt sehr, sehr bequem. Da hat es hier diese Panikschellen. Das heißt, die kann man aufreißen und dann kann man raus. So. Und ja. Im Endeffekt habe ich fürs Wallerangeln schon mal für so ein Verschluss an dem Scharnier mit einem Band dran gemacht, wenn ich doch hier vertikal meine Rute habe, hier so, und dann kann ich die Rute hinten noch hier einschieben und auf dem Echolot, das heißt, wenn ich dann am Klopfen bin, dann sehe ich, ah, okay, auf dem Echolot, da steigt was, dann brauche ich doch nicht so Panik schieben, wenn die Rute eventuell dann so schräg drin ist. Das heißt, dann habe ich die eventuell so drin. Und dann kann ich doch mit meinem Echolot hier klopfen. Dann sehe ich das, okay. Wenn es regnet, mache ich es einfach zu. Mache das ganze Ding wieder wasserdicht in dem Sinne, und so sieht es aus. Ich habe da noch hier den Rutenhalter, auch wieder mit Bänder, auch wieder markiert, wo es hin muss. Das ist auch ein Rohr, da ist schon Plastikeinsatz drin, dass die Rute, das ist für die Rute in dem Sinne ganz genau angefertigt worden, dass die da drin hängt, aber nicht durchrutscht. Das heißt, das wurde angefertigt. So. Denn natürlich zu den Taschen. Die Taschen, das ist der absolute Hammer. Ich habe da noch so einen Schwimmkescher für eventuell Köderfische
oder für die kalten Getränke im Sommer. Was habe ich noch drin? Ich habe da natürlich meine Handschuhe, meine Kampfhandschuhe, denn die werde ich gleich dran montieren. Meine Marienschwimmer, die 35er glaube ich, ja, von Bär, die sind echt zu empfehlen, top. Natürlich mein Schnapper, das ist eigentlich auch wichtig, kommt drauf an, wenn man hantieren muss mit den Fischen, und vor allem die Fischwaage, das ist auch wichtig. Natürlich eine ordentliche Zange, wo man Stahlwurfhäher oder sonstiges abknipsen kann. Und natürlich, ihr wisst jetzt ja, meine zuletzt gebauten Jerkbaits, das ist halt auch ein Muss. Ich mache immer die Drillinge weg, weil sonst gehen die Jerks eben zu schnell kaputt. Aber ja, da sind jetzt auch Glasaugen verarbeitet und die machen richtig Rabatz. Also da ist man auf sowas auch vorbereitet. Natürlich, was halt in der Geschichte ist, was ich auch unbedingt wollte, mit dem Anker, dass ich das einfach hochziehen kann. Das heißt, dieses habe ich nur mein Seil drin hier in diesem Fach und habe da nur mein Ankerseil drin. Und da sollte man eventuell ganz unten immer die Handtücher reinlegen, wenn es dann doch ein bisschen nass wird. Aber so sieht es aus, das ist richtig schön aufgeräumt. Das heißt, ich räume das mal auf die Schnelle auf. Zack. So. Beim Welsangeln, das fehlt definitiv. Ich hoffe, dass sich ein Hersteller da mal Gedanken macht, wie das auszusehen hat. Das ist bloß ein Schlüsselanhänger hier mit dem Band dran. Kann man dran machen, hier an so einer Öse, wenn man hier am Klopfen ist, ich als Rechtshändler, hier natürlich in mein Echolot, wo ich jetzt eingepackt habe, reinschaue, Welt steigt auf, beißt, dass die Rute nicht runtergezogen wird. Also in meinen Augen ein unverzichtbares Ding, das ist im Pfennigartikel hier das Element. Aber das ist halt wirklich bei Welsangeln unverzichtbar. Beim Zanderangeln, der kennt es nicht, Stachelritter, da braucht man eben sowas. Und natürlich habe ich hier noch Karabiner oder sonstiges, was man dann eventuell, wenn man irgendwo ankert, braucht. Ja, das war's eigentlich soweit. Natürlich beim Marienangeln braucht man eben ihre Marienvorfächer. Und was ich halt noch dabei habe, das sind so Gummis. Das ist Cheburashka Rig 7er, 10er, 15er Gramm Blei, Fluorcarbon, Schnurstopper, ja, im Endeffekt ein paar Gummis. Das war's eigentlich schon. Ich würde sagen, ihr vergesst jetzt Ausschalter nicht. Und die nächsten Videos, die kommen dann von da draußen. Und ja, das Ding kann ich euch empfehlen. Und ich würde sagen, Ausschalter nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.